Die Arbeit des Steinmetzes war früher körperlich hart. Vieles hat sich seither verändert. Vieles ist jedoch auch heute noch Handarbeit, bei der es auf das Fingerspitzengefühl des Steinmetzes ankommt. Steinmetzkoch in Köslern kann auf eine überaus lange Tradition in diesem Handwerk zurückblicken. Bereits 1554 wurde die Familie in Köslarner Kirchenbüchern erwähnt, über Jahrhunderte als Leinweber und Bürger. Im Jahre 1878 gründete Michael Koch einen Steinmetzbetrieb. Und seither wird die Tradition dieses ehrenwerten Handwerks durch seine Nachfahren fortgeführt. Seit dem Jahr 2000 hat Karl-Jürgen Koch die Führung inne. Vorher besuchte er die Kunsthandwerkerschule in München, wo er auch die Meistertitel im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk erhielt. Zudem ist Karl-Jürgen Koch staatlich geprüfter Steintechniker. Im Jahr 2000 übernahm er einen leerstehenden Betrieb im Köslarner Gewerbegebiet. Seit dieser Zeit führt er den traditionsreichen Betrieb gemeinsam mit seiner Frau Monika. Noch im selben Jahr wurde eine wohl einzigartige Grabmalausstellung geschaffen. Diese Ausstellung und der gute Ruf, nicht nur wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses, ist weit über die Region hinaus bekannt. Selbst Kunden aus dem Raum München, Nürnberger, ja sogar Österreicher kommen auf Empfehlung zu Koch Steinmetz. Steinmetzmeister aus Oberbayern und Schwaben, die eine Veranstaltung bei Koch Steinmetz besuchten, waren von der Denkmalausstellung dermaßen überzeugt, dass sie seither bei Koch Steinmetz kaufen. . 2002 entstand ein Neubau für Büros und ein Bildhaueratelier mit ca. 300 Quadratmetern. Im Jahre 2004 wurde eine Produktionshalle mit modernsten Steinbearbeitungsmaschinen auf einer derzeitigen Fläche von 560 Quadratmetern erbaut. Hier sind nur Steinmetze beschäftigt, die auch bei Koch Steinmetz das Handwerk erlernt und natürlich die Fachschulen in München und Eichstätt besucht haben. Getreu dem Motto der Familie Koch, nur das Beste ist gut genug für unsere zufriedenen Kunden. Hier ist der Kunde einfach gut aufgehoben. Kompetente Beratung grundsätzlich nur durch einen unserer Steinmetzmeister und Steintechniker. 2005 wurde auch in Pfarrkirchen eine Ausstellungshalle errichtet. Mit hohem handwerklichem Können, aber auch modernster Technik werden individuellste Grabsteine in Form gebracht. Für Details und filigrane Arbeiten am Stein ist dann die Bildhauerin gefragt. Kunstfertig entsteht hier ein Rosenornament. Auch für die handwerklich perfekten und aufwendigen Beschriftungen ist dann diese Abteilung zuständig. Von Hand werden hier die Namen, die so vielen mehr als eine Erinnerung wert sind, von unseren Schriftenhauern an den Stein gebracht. Um den hohen Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten, errichtete Koch Steinmetz 2009 eine weitere Halle in einer Größe von 600 Quadratmetern. Ein weiteres Betätigungsfeld von Koch Steinmetz ist die Herstellung von künstlerisch gestalteten Brunnen, Fenstergesimsen, Türverkleidungen und dergleichen. Aktuell ist eine Halle mit 1200 Quadratmetern für ein Natursteinfachmarktzentrum in Planung.